Hallo allerseits, herzlich willkommen. Wir sitzen hier so ein bisschen wie die Leute bei der Nicht Muppet ganz. Hi. Miss Piggy. Ja, wie ihr seht, wir sind heute mal in einem anderen Setting unterwegs für das Wochentagesgroup. Andere Uhrzeit, anderes Setting und ein Stargast. Monika Schanz ist bei uns angereist aus dem wunderschönen Nagold und heute wird Monika uns beistehen, assistieren, wenn wir durch die Woche reisen. Wir berichten live aus der wunderschönen, ich höre jetzt auf wunderschön zu sagen, Vragebuchhandlung. Da haben wir nämlich gerade unseren Tarot-Sonntag, das Tarot e.V. hinter uns gebracht. Es war ein sehr erfülltes Wochenende. Miren Hathor hat es schon erwähnt. Ja, ich bin wiedergewählt worden als Vorsitzende des Tarot e.V. und Monika ist weiterhin unsere Schatzmeisterin. Wir freuen uns sehr Die darüber. Schatzi. Genau. Wir polarisieren auch ganz hervorragend. Also Roy polarisiert auch ganz hervorragend. Denn auch Roy ist wie ich Fisch. Wir haben Aber fast nicht die gleiche wieder, aber Farbe. nicht wieder gewählt. Nicht wiedergewählt. Und Monika ist Jungfrau. Von daher haben wir hier ein wunderschönes Team zusammen. Und wie ihr seht, hat Ruhe den Kopf schräg gelegt. Das bedeutet immer, dass er sich nicht gesehen fühlt. Und jetzt stelle ich auch noch mal Ruhe offiziell vor. Ruhe Buchholzer, Ehegatte, 50% Dermantiker und Sekretär des Tarot e.V. Habe ich gelernt dieses Wochenende. Es ist wichtig, Handzeichen zu geben. Ja, ich habe heute ein bisschen Probleme, eure Kommentare zu lesen, weil die Kamera ist etwas weiter weg als sonst. Und ich schaue mal, dass wir das hier alles gut hinbekommen. Ganz spontan heute, ohne den berühmten Gong, ohne dass ihr die Karten in voller Pracht sehen könnt. Wir werden mal sehen, wie wir das hinbekommen. Werden es in die Kamera. Und astrologisch gesehen fange ich jetzt einfach gleich mal an. Nächste Woche ist schon eine sehr wichtige Woche für uns alle, denn wir haben die Sommersonnenwende am Dienstag um, ja, kurz vor 12, ich glaube 11:31 Uhr tritt die Sonne in den Krebs. Das heißt, ihr lieben Zwillinge da draußen, ihr habt nur noch wenige Tage Geburtstagszeit, aber ihr habt echt Glück, denn nicht nur Merkur reist jetzt wieder durch euer Zeichen, sondern am Donnerstag tritt auch die wunderschöne Venus in euer Zeichen ein. Venus und Merkur, tolle Flirtkonstellation, oder was meinst du? Eine gute Flirtkonstellation und schöne erotische Zeiten. Erotische Zeiten für die Oh. Zwillinge. Aber ich nur für die Zwillinge. Die Und anderen 11 gehen wieder leer aus. die kriegen nichts. Erotische Zeiten für die Zwillinge und für euch alle da draußen ansonsten auch. Also wenn Venus und Merkur in Zwillinge sind, sollte das eigentlich richtig sexy werden. Dazu dann noch der gefühlvolle Krebs, Sonne. Und ihr wisst ja, es gibt dieses Mal kein Special von der Geheimnisakademie zur Sommersonnenwende. Aber ich habe heute in einem Workshop eine tolle Legung mir ausgedacht. Ich muss mich jetzt mal ganz kurz selbst loben. Spannend. Und vielleicht habe ich morgen noch mal Raum, die euch zu präsentieren, vielleicht sogar mit meinem Ehegemahl. Aber das könnte später werden, vielleicht erst nach 10 Uhr abends, wenn ihr da noch aufnahmefähig seid. Wir schauen mal, ob das klappt. So, genug der Vorrede. Opernglas statt Brille, schreibt Miren Hathor, sehr gut. Nein, der Rest muss nicht schauen, was übrig bleibt, Susanne. Ihr profitiert alle von der Zwillingsenergie. Hola, und da ist auch die Claudia, die eben noch auf Oh, die war noch unserem da. Tarot-Kongress war. Die kann einfach nicht ohne uns sein. Nein, auf gar keinen Fall. Hat schon Entzug. Rui bekommt jetzt natürlich wie üblich die Aufgabe, den Spirit Guide zu ziehen. Und ich habe das Magpie Oracle von Carrie Paris dabei. Und Tolle. Carrie hatte gerade Geburtstag. Ich finde, das passt sehr gut. Happy Birthday von uns, liebe Carrie. Und du musst aber nicht reingucken, sondern blind ziehen.
die tollste Aufgabe für einen Fisch, Skorpion, also etwas blind zu ziehen. Sehr gut, wir haben hier gleich den Spirit Guide für euch und Patricia fragt aber, ob in Fulda jemand von dem Mantic Guide vertreten ist. Liebe Patricia, wir haben leider noch keine Dependance, aber Fulda ist ein schöner Ort und schreib uns doch einfach mal auf unsere private E-Mail-Adresse beziehungsweise unsere Mantica-Adresse, dann schauen wir mal, was wir in Fulda so wuppen können, oder was meinst du? Nur wenn es in Bahnhofsbücke von Fulda ist. Das war verrückt. Ja, es wird nicht besser. Und Rui, du hast einen interessanten Spirit Guide gezogen. Ich zeige ihn euch mal. Ich hoffe, ihr könnt ihn alle sehen. Oder auch nicht. Gut, das wird heute komplizierter als sonst. Es ist ein kleines Kind. Und wie du vielleicht weißt, oder wie ihr da draußen wisst, ist das Magpie-Orakel. Du musst es dahin halten. Ne? So geht's. Mhm. Könnt ihr es sehen? Jetzt habe ich es geschafft. Da ist unser Spirit Guide für die kommende Woche. Das Kind, das Magpie-Orakel, hat etwas mit den Linnemons zu tun. Also das Kind aus den Linnemons oder natürlich auch aus den traditionellen Orakelkarten. Und da bin ich sehr gespannt, was das für uns für die kommende Woche bedeutet. Ja, das ist einfacher, als man sich gedacht hat. Kind ist immer Wachstumsenergie, ist immer der Moment, wo man rausgehen sollte, wo man sich es selbst zutrauen sollte, seine Energien zu bündeln und für die Sache zu brennen, die einem nahe ist. Und passt zum Krebs, zur Krebssonne. Du hast recht, ne? Ja. Der Krebs ist mit dem inneren Kind auch durchaus verbunden, mit Zuhause und die Familie. Sich also, wohlfühlen. Susanne hat hier auch noch Simone. Simone hat auch noch auf den Neuanfang hingewiesen. Ja. Und das ist ja, wir gehen jetzt in den Sommer, Leute. Genau. So ist es. Das wird eine tolle Zeit für uns. Und damit haben wir den Spirit Guide parat. Mit welchem Deck arbeiten wir heute? Letzte Woche haben wir mit dem Prism Oracle gearbeitet. Rui, was haben wir denn heute dabei? Oh, heute haben wir so ein anderes Schachtel dabei. Und die unsere Sendungen brav und nachhaltig jede Woche verfolgen, wissen genau, was das ist. Kirsten, übersetzt auf Deutsch. Es ist das Cosma Oracle. Es ist eigentlich auch ein Tarot. Wir haben es vor kurzem zusammen unboxed, gemeinsam mit dem Prism Tarot. Und wir üben jetzt einfach mal damit zu leben. Ja. Ja, ich schlage ja vor, dass Monika heute unsere Karten fehlt. Unbedingt. Und lieber Rui, du darfst dann interpretieren. Das mache ich sehr, sehr gern. Und ich mache mal den Gong. Ja, dann gonge mal. Dann fangen wir jetzt. Aber haben wir alles Astrologische hinter uns gebracht? Ja, also Haken dran und dann gonge mal. Genau, als erstes Gong. Ist der Widder an der Reihe. Und wo ist der Widder? Der Widder kann leider heute nicht kommen. Also, wir stellen uns einfach einen coolen Widder vor. Und liebe Monika, konzentriere dich. Pass auf, ich mache das anders. Ich lege die Karten hier so hin. Genau. Das ist entspannter. Und du ziehst eine. Ich konzentriere mich jetzt, lieber Widder, für dich ganz persönlich. Ziehe ich die The Mender. The Mender. Oh, da müssen wir jetzt leider doch in das Inhaltsverzeichnis gucken. Es ist auf jeden Fall eine Hofkarte, die du gezogen hast. Sieht aus nach Seerosen, oder? Oh, also vielleicht hat es was mit den Kelchen zu tun. Gib sie doch mal dem Rui, der wird interpretieren. Bitte schön. Und der Mender ist tatsächlich aus dem Reich der Kelche. Und aus der Überlegung, wo kommt es her, wäre es Richtung Königin der Kelche. Liebe Wiedergeborenen, für die nächste Woche empfiehlt euch diese Tarotkarte, euch dem zu widmen, was wir schon in unserem Eingangsstatement gesagt haben. Erlaubt euch liebevoll, zärtlich, aber auch emotional zu sein. Erlaubt euch mal rauszugehen und euren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Denn dann habt ihr die Chance und die Möglichkeit,
eure Emotion, eure liebevolle Seite nicht nur zu zeigen, sondern auch zu erleben. Ich finde, das ist eine sehr schöne Karte. Diesmal ein bisschen anders, wie wir es beim letzten Mal gehabt haben. Da hat er dann wieder voll reingehauen. Aber diesmal seid ihr, liebe Wiedergeborenen, aufgefordert, dazu eure liebevolle Seite von euch zu zeigen. Ja, Monika, möchtest du noch was sagen? Also die Karte erinnert mich so an einen französischen Künstler. Mhm. Renoir, glaube ich. Monet. Monet, genau. Ja, dieses berühmte Bild mit den Segeln. Ja, ja. Ein wunderschönes Bild, sich es einfach gut gehen zu lassen und auch mal schwimmen zu gehen bei der Hitze. Ja. Ich muss hier mal kurz die Greenscreen wegnehmen. Oh, das war keine kluge Sache von mir. Lala. Ups. Jetzt haben wir alles gekriegt. Aha. Ja, sorry Leute, ich habe versucht, die Greenscreen wegzumachen. Ja, Mist. Wir bleiben dran, bleibt einfach auch dran. Das war nicht clever von mir. Warum macht er das denn jetzt? Verstehe ich nicht. Es lief so gut. Mein Fehler. Ja, wir machen es. Bleibt dran. Liebe Wiedergeborene, bleibt dran. Wir arbeiten im Hintergrund. Oder auf allgemein, oder? Nee, ich komme nicht mehr in die Einstellungen rein. Verstehe ich nicht. Ja, tief durch. So ein Ärger, jetzt habe ich. Ich komme nicht mehr da rein, verdammt. Bleibt gelassen, liebe Leute. Wir kommen zurück. Oder auch nicht. Doch. Nee, ich komme nicht rein. Oh. Warum? Warum? Ja, macht keinen Sinn. Ich kann leider nichts mehr tun. Und einfach nochmal raus und rein. Ja, das geht. Wir sind wieder da. Seht ihr, liebe Leute, das Warten hat sich gelohnt. Kirsten ist gerade bei der Minute gestorben, aber wir sind wieder da, lieber Schatz. Ja. Voll auf Sendung. Alles wird gut. Und was wir abschließend sagen wollen, das waren unsere liebestollen Worte für alle, die im Tierkreiszeichen wiedergeboren sind. Ja, ich würde vielleicht ganz gerne noch sagen, ich habe jetzt gar nichts Astrologisches gesagt, dass Mars natürlich noch in eurem Zeichen ist, liebe Widder, und ihr dadurch vielleicht auch mal ungeduldig werdet. Ich habe zufällig gerade in mein Horoskop geschaut und da hat Mars gerade eine ziemlich ungeduldige Position. Deswegen ist das hier wahrscheinlich auch gerade passiert. Aber es ging gut aus. Ja, es ging gut aus. Wir haben gerade noch die Kurve. Was mir dazu einfällt, ist, dass die Königin der Kelche natürlich unserer aktuellen Zeit zugeordnet ist. Sie ist nämlich dem Krebs zugeordnet. Und wenn ihr morgen Zeit habt, in die mantische Mittagspause zu kommen, werdet ihr noch ein bisschen mehr über diese schöne Karte erfahren. Ja, als nächstes, meine Lieben. Das waren unsere liebenswürdigen Worte für alle Wiedergeborenen. Jetzt kommt der Gong. Gong! Der lässt sich schlecht und schwer abstellen. Was soll ich machen? Nun kommen die Stiere an die Reihe. Und für euch, liebe Stiere, ist es natürlich interessant, weiterhin, dass Uranus so langsam als letzter Planet direktläufig durch euer Zeichen reist. Und zwar kommt er dem Mondknoten immer näher. Euer Schicksal wird immer mehr gefordert. Und die Frage, was ist denn eigentlich der Sinn meines Lebens, steht im Raum. Und Monika wird uns zeigen, wie ihr jetzt in den Sommer einsteigen werdet. Gut, und zwar Sulmates. Also sechs. Ich halte sie einfach mal hoch. Oder Roing guckt sie sich erstmal an. Es ist die Karte Soulmates.
Soulmates ist die Liebenden. Seelen. Die Seelenverwandtschaft. Ja, die Seelengemeinschaft, die Gemeinschaft mit dem Gegenüber. Und wir haben gerade von Kirsten gehört, der letzte Planet, Uranus, wird jetzt endlich wieder für euch auch in die richtigen Bahnen gelenkt. Und das bedeutet nicht, dass ihr, liebe Stiergeborenen, wie schon in der letzten Woche, endlich mal aufs Gas steigen dürft und nicht damit angezogener Handbremse plötzlich gehen, sondern wirklich das euch anleben und sich anvertrauen, dass es auch noch was anderes geht, dass sie langsam, sondern genießt mal das Leben, haut raus, genießt den Sommer, flirtet, wenn ihr wollt. Das ist im Moment eure Zeit. Genießt es. Ja, und auch astrologisch gesehen die Zwillingszeit. Ne? Wir haben über Flirten geredet. Genau. Das ist eine super gute Flirtkonstellation für euch. Ja. Also ihr ran werdet den Speck. Ran an den Speck. Das waren unsere kulinarischen Worte für alle Stiergeborenen. Und in diesem Sinne, schneidet euch eine Scheibe ab. Ganz genau. Gong! Monika zieht nun die Karte für die Krebse. Und für euch, liebe Krebse, ist es natürlich total spannend, dass wir jetzt in eure Zeit kommen. Wir haben jetzt ja ab Dienstag die Krebszeit, also einen Monat lang eure Geburtstagszeit. Dass Venus in den Zwillingen ist, soll euer Schaden nicht sein. Der nächste Mond ist noch etwas weiter weg. Erst am 29. Juni habt ihr wieder euren Krebs-Neumond, dazu dann später mehr. Aber jetzt freut euch erst einmal auf eine tolle Zeit und hoffentlich auch auf eine tolle Karte. Ten of Birds. Die Ten of Birds ist dann wohl die 10 der Schwerter. Ja, und auch wenn sie im ersten Moment ein bisschen grauselig sich anhört, muss man halt immer auch gucken, was sehen wir. Und wir sehen hier nicht diese totale Zerstörung oder den Untergang, sondern wir sehen, dass sich bei den Zehen immer das Element so weit miteinander zusammenzieht, dass es mit der ganzen Kraft wieder in die Eins, also in das Ass kommen kann. Also die Kraft des Gedanken, das Kraft des Wortes, das Kraft der Kommunikation wird jetzt auf eine Ebene gehoben, dass man für die nächsten 7 Tage sich gut kommunikativ nach außen bewegen kann. Was mir dazu einfällt, ist, dass noch bis zur Sommersonnenwende die 10 der Schwerter aktiv ist. Mhm. Das ist nämlich die Karte, die kleine Karte, die gerade Phase ist. Und für euch ist das dadurch eine super Gelegenheit, keine Angst, Simone, wirklich das letzte Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Hier sind ja auch keine Schwerter, sondern Vögel zu sehen. Und wir sehen eigentlich hier jemanden, der sich ausrichtet, zu überlegen, wo fliege ich jetzt hin? Wo fliege ich im kommenden Jahr hin oder wo fliegen wir im kommenden Jahr hin? Mhm. Das scheinen die Polarlichter im Hintergrund zu sein, oder? Das ist so ein Aufbruch in den Süden, nicht nach Male, aber immerhin, dass man hergeht und sagt, Leute, es wird Zeit zum Aufbruch. Und wir dürfen halt unsere westlich angehauchte Sichtweise der Karten endlich mal über Bord werfen, wo wir diese Person sehen, die am Boot liegt mit Schwertern im Rücken. Wir reden von Gedanken, wir reden von Intellekt, wir reden von der Luft. Und da muss man sich auch mal von diesem seltsamen Schwertelement verabschieden, was uns sehr viel von unserer Erziehung her schon Knüppel, wahrsten Sinne des Wortes, zwischen unsere Gedanken. Ja, genau. Gute Idee. Also, wir sind ja auch noch nicht ganz in der Krebszeit und jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Brainstormings für euch. Und wie gesagt, es wird trotzdem eine tolle Zeit für euch werden. Keine Angst, liebe Krebse. Das waren unsere luftigen Worte für alle Krebsgeborenen. Und wir freuen uns schon auf den Gong! Und Monika ackert schon wieder und zieht eine Karte. Für den Löwen. Und für euch, liebe Löwen,
ist eigentlich gerade nicht so viel los. Mars weiterhin im Widder, das tut euch gut. Ansonsten keine herausfordernden Aspekte. Gut, Saturn ist rückläufig im Wassermann, eurem Gegenzeichen, aber das würde ich jetzt nicht so dramatisch sehen. Und wenn ich es richtig sehe, liebe Monika, Phoenix, hast du eine sehr gute Karte. Habt ihr eine gute Karte bekommen? Ja, alle Löwegeborenen. Jetzt könnt ihr endlich in den Sommer durchstarten. Jetzt könnt ihr hergehen und euch repräsentieren. Was macht der Phönix? Der Phönix kommt aus dem Schwarzen, aus der Asche hoch, aus dem vielleicht noch lodernden Feuer und beweist, dass er die Kraft und Energie hat, neu zu starten. Und das solltet ihr euch, liebe Löwegeborenen, mit auf eure Fahnen schreiben. Das ist Energie, das ist Kraft, das ist Power. Das habt ihr sowieso. Und jetzt noch eins mehr. Zeigt es ein bisschen und auf der Bühne stehen könnt ihr sowieso. Also auch jetzt rausgehen und alles, was ihr erlebt, genießen. Ja, eine tolle Karte für euch. Und ich glaube, ihr werdet einen coolen Sommer haben. Also auf alle Fälle eine ganz coole Woche. Und das waren unsere heißen Worte für alle Löwegeborenen. Jetzt kommt die Jungfrau an die Reihe. Monika, trau dich. Ich trau mich ganz weit unten. Ja, für euch, liebe Jungfrauen. Oh. Ja, es geht doch schlechter, komm. Für euch, liebe Jungfrauen, bedeutet es, wenn Merkur in den Zwillingen ist, dass ihr schon recht auch flirtig gestärkt werdet. Venus in den Zwillingen könnte das auch verstärken. Es ist ein bisschen weniger angenehm für die Jungfrau als für die Zwillinge, wenn Merkur und Venus in den Zwillingen sind. Aber gleichzeitig stärkt das euer Merkur-Thema, eure Art und Weise, nach draußen zu gehen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Die Informationen und vielleicht kaufe ich mir einen Liebesroman. Einen Liebesroman kauft sich die Monika. ihr anderen Jungfrauen habt da schon mal eine tolle Anregung. Und wir schauen mal, was Monika da für eine schöne Karte für die Jungfrauen gezogen hat. Also, besser kann es ja für diese schönheitsidealisierten Jungfrauen gar nicht gehen. Wir haben ja eine Lotusblüte, aus der so dieser Fruchtsaft der Lotus rausplätschert und fließt. Und das ist Hinweis darauf, auch für euch hier mit diesem Sternzeichen sehr toll mit behüteten und auch ausgestatteten Schönheitsideal. Erlaubt euch das. Zeigt mal, was euer Ideal ist. Geht da raus, repräsentiert euch, zeigt euch, überwindet diese Schwelle. Ihr werdet beneidet werden, ihr werdet gelobt werden für diesen Look-like, den ihr da nach außen bringt. Und diese Lotusblüte möchte euch dahingehend nochmals Anregungen und Motivator sein. Ja, als der Kelche finde ich wirklich auch wunderschön. Viel Spaß mit dieser Karte. Das waren unsere modeaffinen Worte für alle. Modeaffinen Worte. Und als nächstes kommt die Waage an die Reihe. Und für euch, liebe Waagen, ist es immer interessant, wenn Venus sich bewegt. Bisher war sie im Stier unterwegs. Gut, der Stier ist ein Zeichen, das euch sehr wohlgesonnen ist, denn Venus fühlt sich nun mal im Stier sehr wohl. Aber mit den Zwillingen kommt sie auch gut klar. Ihr kommt auch gut mit den Zwillingen klar, denn ihr seid wie die Zwillinge ein Luftzeichen. Es sollte also eine schöne, angenehme Zeit für euch werden. Und Monika hat dazu auch hoffentlich die Karte gezogen. Die perfekte Karte. Das ist die Mäßigkeit, oder? Nee, die 15. Ja. 15. The Vessel. Ja. Interessante Interpretation der 15. Wir sehen hier das, was in euch steckt, noch verhüllt, noch in einem Art Sarkophag, aber man sieht schon, was dieser Sarkophag wert ist.
Und dieser Sarkophag, dieses gefäßähnliche Teil, hilft euch, euch genauso viel zurückzunehmen, wie er in die Zukunft geht, wie er in euer Außen geht. Und dieser Wessel hilft euch auch, euch selbst zu schützen, denn ihr müsst euch dann nicht vor äußerlichem Unbill noch zusätzlich ein Schutzschild bauen. Diese Kraft, die ihr aber hier auch mit den Bildern, mit der Farbgebung seht, die möge euch nochmal den Mut machen, dass ihr wirklich rausgeht und euch das zutraut. Also das Gefäß als Teufelskarte normalerweise passt natürlich auch dazu, dass, das habe ich eben noch nicht gesagt, Mars weiterhin durch den Widder geht, eurem Gegenzeichen. Und hier in dem kleinen Begleitheft wird diese Karte mit Materialismus verglichen. Es ist ja auch ein Karma-Deck. Hier geht es auch darum, mit dem früheren Leben zu arbeiten und dieses Gefäß wirklich in der Materie eingesperrt zu sein, könnte in dieser Karte ausgedrückt werden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es darum geht, da sich frei zu schlagen, so wie du das beschrieben hast. Aber es ist ganz viel Licht drumherum. Ja. Also wie wenn die von selber strahlen würden. Ja. Sehr spannende Karte. Ja. Absolut nichts Gefährliches, wie wir es sonst von der 15 kennen, sondern wirklich eine motivierende Karte. Ja. Und dies waren auch unsere motivierenden Worte für euch. Und jetzt gehen wir zum nächsten Tierkreis. Ja, guck mal, die Susanne Nuhr vergrüßt dich dem schönen Nagold. Ja, wir grüßen zurück, schöne Nagold. Schön, dass du da bist. Gut, und dann würde ich mal wieder den Gong anschmeißen. Ja. Gong. Sag mal, Schatz, der hier Gong. Und als nächstes haben wir eine Nachricht für die Skorpione unter euch. Liebe Skorpione, für euch ist es sicher angenehm, wenn die Sommersonnenwende stattfindet, denn wenn die Sonne in den Krebs geht, dann werdet auch ihr positiv von ihrem Licht beschienen, denn ihr seid ein Wasserzeichen wie die Krebse. Und das sollte für euch eigentlich frohe Nachrichten bringen. Sehr viel mehr ist in eurem Zeichen gerade nicht los. Und Monika hat hier auch schon mal 20. was sehr Schönes gezogen. Ich bin gerade fasziniert, wie viele Trümpfe du hier heute raushaust. Also wir haben hier wirklich gut durchgemischt, die Karten. Und wir haben jetzt die Trumpf Nummer 20, The Unknown. Vielleicht für die Skorpiongeborenen ein bisschen untypisch. Ne? Man hat einen geraden Weg, einen sichtbaren Weg und auch wenn in der Lücke zwischen diesen beiden regenbogenfarbigen Bahnen da eine Lücke klafft, aber auch diese ist sichtbar, ist wahrnehmbar. Eigentlich atypisch. Und der Skorpio, der für Vernebelung, für nicht ganz Klarheit steht, der ist jetzt damit angeregt, dass er mal ein bisschen Klarheit in sein Umfeld bringt. Und das ist auch die Motivierung, oder auch der Auftrag oder der Hinweis der Karte für alle Skorpiongeborenen, jetzt mal ein bisschen klarer sich zu positionieren, sich klarer zu zeigen, dahin zu gehen, dass das Ganze wieder energetisch klarer fließt. Ja, auch eine sehr spannende Karte. Gut gemacht. Eine Durchbruchskarte und damit können wir, glaube ich, den Skorpion abschließen. Ja, mit den Worten, dies waren unsere durchbrechenden, klärenden Worte für alles kommt. Ganz genau. Gong. Sind schon in zwei Klassen. Ja, die Monika muss einfach mitmachen. Dafür soll sie sich aufs Kartenziehen konzentrieren. Liebe Monika, du ziehst jetzt bitte eine Karte für den allseits beliebten Schützen. Und für euch, liebe Schützen, ist auch gerade nicht so wahnsinnig viel los am Himmelszelt. Jupiter reist nun ja zusammen mit Mars durch den Widder, aber er hat sich da schon, also Mars hat sich schon abgesondert von ihm. Ihr seid jetzt voll noch dabei, aktiviert zu werden mit dem Thema, was macht denn in meinem Leben Sinn?
Noch bleibt Jupiter einige Zeit im Widder, bevor er dann nochmal zurück in die Fische geht im Herbst. Und ansonsten ist bei euch gerade nicht so viel los. Und Monika wird uns verraten, welche Karte sie gezogen hat. Eine große Arcana, die Nummer 19, Infinite Path. In Infinite Path, also unendliche Schritte, Wege. Pfade. Die 19. Genau, du darfst sehr gerne jemanden sagen, was du von ihr hältst, liebe Marion. Das Thema mit dem Skorpion hatten wir ja schon mal bei dir. Ja, das ist eigentlich normalerweise die Sonne. Ja. Und der Auftrag dieser Karte an uns ist, erlaubt dir neue Wege zu gehen. Erlaubt dir weg von Mainstream, erlaubt dir weg von diesem ganzen Kasumpel, sondern geh her und geh dein Weg. Erlaubt dir mal unkonventionell zu sein. Geh raus und umarme Bäume von mir aus. Aber wichtig ist, dass ihr euch nicht verdreht und verbiegt. Und wichtig ist auch, dass ihr bei euch bleibt. Somit habt ihr nämlich die größte Chance, mit viel Energie in diese Woche zu, nicht mehr zu starten, sondern durchzukommen, um dann mit breiteren Lächeln auf den Lippen die darauffolgende Woche mit uns zu gestalten. Ganz genau. Und Marion, ich lese gerade noch, nein, das war vorhin nicht die Venus von Milo, es war einfach ein Gefäß, oder war es doch die Venus von Milo? Du hast ganz recht, wenn man genau guckt, muss ich nochmal schauen, wir kennen die Karten ja auch noch nicht so gut, hat das ein bisschen was davon. Mhm. Ja, da ist auch so ein Gesicht auf der Karte. Interessant, dem müsste man noch ein bisschen mehr nachgehen. Das könnte jetzt auch, wenn ich weiter denke, so eine Mumie sein, also die wäre gefangen in einem Gefäß, Geist in der Flasche sozusagen. Möchtest du den Schützen abschließen? Ja, für den Schützen, das waren unsere auf- und anregenden Worte für alle in den Tierkreiszeichen Schützen. Gong! Und damit sind wir beim Steinbock gelandet. Liebe Steinböcke, bei euch ist gerade in eurem Zeichen weiterhin nur Pluto unterwegs. Euer Herrscher Saturn läuft rückläufig durch den Wassermann. Keine Veränderungen zur letzten Woche. Und es geht einfach für euch sehr stark immer wieder ums Manifestieren, Manifestieren, Manifestieren. Monika, welche Karte hast du denn da gezogen? Die Nummer 12. Das gibt's doch nicht. Also zieh doch. Das Wort kenne ich nicht, vielleicht. Sacrifice, Opfer. Ja. Liebe Steinböcke und Böckinnen, die nächsten Tage können euch vielleicht ein bisschen aus dem Konzept werfen. Denn diese Karte ist ja bekannt dafür, dass sie nicht zu dir. Darum erlaubt euch mal ein bisschen weniger und erlaubt euch auch ein bisschen nachhaltiger. Sprich, dass man nicht alles, was man sich wünscht, auch gleich bekommt. Und darum ist diese Karte auch so fast wie bei einer Spinnwebe, die auf der einen Seite ihren Anknüpfungspunkt hat und auf einer anderen Seite die Anknüpfungspunkte hat. Und dazwischen gibt es eine relativ große Strecke. Darum erlaubt euch hier mal, euch ein bisschen zurückzunehmen. Ja. Oder mit anderen Worten, weniger ist mehr. Ja, wir haben ja heute gerade einen spannenden Vortrag auch gehört über die Gehängten unter anderem. Und da habe ich mitgenommen, dass es beim Gehängten um Schwingung geht. Das war mir bisher noch nicht so bewusst, aber ich finde, es ist ein kluger Gedanke. Der hängt an einem Seil und schwingt hin und her. Darüber lohnt es sich vielleicht auch nochmal nachzudenken im Zusammenhang mit dieser Karte. Und das waren unsere ein bisschen einengenden Worte für alle, die im Tierkreiszeichen. Und damit sind wir auch schon fast durch den Tierkreis durch. Jetzt gilt es noch einmal Gong zu sagen. Und Monika, du ziehst eine Karte für den Wassermann.
Für Wassermänner, ihr habt es schon gehört, Saturn läuft rückläufig durch euer Zeichen und hält euch weiterhin auf Trab, fordert immer wieder Dinge umzusetzen, die ihr euch schon längere Zeit vorgenommen habt. Und jetzt ist es vielleicht gerade wieder etwas schwieriger, als es in einigen Wochen zuvor war. Aber Monika wird uns das gleich noch näher bringen. The Weaver. Ich würde sagen, das hat was mit der Luft. Spinnen. Der spinnt irgendwas. Weaver. Und der Weaver ist. Tja, man muss sich mit dem Deck auseinandersetzen. Nee, das ist der Wanderer. Der Weaver ist, genau, es ist also eine, es kommt aus dem Reich der Luft und ist dort das, was wir sonst als den Buben bezeichnen. Ja, und mit dieser Karte, mit den Buben, auch der Luft, ne? Mit diesen Schwertbuben haben wir die Aufforderung an unsere liebens- oder liebgewordenen Wassermänner und Innen, dass man sich erlaubt, das Ganze weniger empathisch zu nehmen und dafür einfach mehr in sein eigenes Sein zu kommen. Ich finde es ganz schön, wie der hier Flügel hat. Es ist wirklich so eine, er webt seine Gedanken zu etwas zusammen. Interessante Karte. Ja, finde ich sehr spannend und passt sehr gut zum Wassermann. Ich finde. Und das macht auch Sinn, dass, ich hatte ja gesagt, es ist schon lange etwas am Arbeiten im Wassermann, so langsam fügen sich die Fäden zusammen vielleicht. Interessant für euch. Und das waren unsere verwobenen Worte für alle Wassermann. Ganz genau. Und als nächstes für euch. Und last but not least. Und für euch. Ziehen wir eine Karte für die Fische, beziehungsweise Monika tut es, und wenn sie jetzt was falsch gemacht hat, kriegt sie echt Stress. Eine wunderbare Karte, sicher neu. Auch geschrieben. Das heißt der Cosmic Tree. Sicher geschrieben. Wenn das nicht Glück gut geht, dann geht es schlecht. Genau. Kein Essen für dich heute Abend. Jawohl. Was haben wir denn für einen Baum? Wir haben die wunderschöne Karte, The Cosmic Tree, der kosmische Baum, der normalerweise mit den Eremiten in Verbindung gebracht wird. Ja, mit diesem kosmischen Wissen dürfen alle Fischegeborenen sich noch mehr in ihren schon liebenswürdigen Intellekt zurückziehen und sich dahingehend mit genügend Pausen, mit genügend Unterstützung von Essen reinbegeben, dass ihre Basis stimmt. Denn man sieht schon, auch dieser kosmische Baum, wenn er nicht ordentlich von unten gehegt und gepflegt wird, dann wächst er niemals bis rauf in die Äste. Und darum sei allen gesagt, hier habt ihr die Energie zu wachsen, hier habt ihr die Energie durch Erfahrungen, durch Austausch von außen wachsen zu können, rein auch, wenn ihr es wollt, in eurer esoterischen Wurzeln und hin zu euren esoterischen. Ich hatte ja noch nichts Astrologisches zu den Fischen gesagt und tatsächlich ist es für euch auch sehr schön, wenn wir die Sommersonnenwende haben, denn die Krebsenergie, die wässrige Energie ist natürlich auch für euch sehr positiv und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier auch so eine Art Wunschbaum dargestellt wird, immer wenn all das, was wir in den letzten Monaten so an Fische-Energie hatten, was wir auch so manifestieren wollten. Das kann jetzt langsam wachsen. Wir wissen noch nicht genau, wie es wächst, denn einen Baum beim Wachsen zu kontrollieren, ist ja doch schon etwas schwieriger. Ne? Und in diese Richtung geht es für euch. Ganz, ganz tolle Karte. Auch vielleicht Ruhe, oder? Zu wachsen? Ja, Ruhe. Mit Gelassenheit auch zu wachsen. Und vielleicht auch die Erde der Jungfrau, ne? Die dafür sorgt, dass wir einfach Grund haben, wo wir unsere Wurzeln schlagen können. Und das waren unsere verwurzelten Worte für alle im Spielkreiszeichen Fischwurzeln. Wir hatten heute auch einen sehr schönen Vortrag von Chiara Camomilla,
die über Heilpflanzen geredet hat und die einzelnen Pflanzen den großen Arkana zugeordnet hat, da war der Eremit auch dabei. Welche Pflanze war das nochmal? War das die Nachtkerze? War das die blaue Blume? Diese blaue Blume. Am Anfang Germas. Verzeiht, aber das fällt mir nur gerade ein. Das würde ich jetzt gleich nochmal später nachgucken, weil das war total spannend, dieser Vortrag, muss ich sagen. Und wir müssen jetzt die Quintessenz ausrechnen. Roland hat hier, sehe ich gerade, seinen Computer parat. Also ich sage jetzt einfach mal, was hier los ist. Wir hatten eine 9. Ja. Wir hatten den Viva ohne Zahl. Wir hatten eine 12. Ja. Wir hatten eine 15. Ja. Eine 19. Ja. Eine 20. Ja. Das Ass zählt 1. Der Phönix hat die 5. Er hat eine sehr hohe Zahl. Eine 10, ja. Eine 6 und der Mender ist auch ohne Zahl. Was kommt denn dabei heraus, lieber Roy? 97. 9 und 7 ergibt? 16. Oh, schade, jetzt hat Monika so viele große Arkana gezogen und die ist nicht dabei. So, wir suchen mal die 16. Ich glaube, ich habe sie hier schon, Leute. Guckt mal, da ist die 16. Und auch wieder eine ganz andere Variante als gewohnt. Die Küste. Ja, die Küste. Ja, vielleicht ist diese 16. die Aufforderung für uns, nicht nur mal wieder ans Wasser zu fahren und ans Wasser zu gehen, sondern auch uns ganz bewusst eine Auszeit zu gönnen. Eine Auszeit, um wieder anderes klarer zu machen, auch wieder andere Anlagen zu überlegen, ob das nicht sich schon erübrigt hat, überlegt hat. Und auch, wenn wir dahin gehen, dass wir sagen, wir hängen uns eine Hängematte auf oder ein Zelt, wo wir darin chillen können, dann empfiehlt es sich, jetzt dies zu tun. Das ist total spannend, weil diese Küste, guck mal, die ist im Weltall, seht ihr das? Und da fliegen kosmische Sternschnuppen durch. Und das ist ja der Turm, also irgendwie so was wird zerstört, die Welt, die Schleier zwischen Welt und Kosmos werden hier aufgeschwemmt. Das passt ja auch total zum Zeitgeist, finde ich auch sehr, sehr spannend. Guck mal, und die Marion, die immer noch wahrscheinlich auf ihren Zug wartet, die hat uns gesagt, das war die Passiflora, die Passionsblume für den Eremiten. Und damit werden wir uns jetzt noch mal ein bisschen näher beschäftigen. Ja, liebe Leute, es war heute mal ein bisschen anders mit dem Wochentaroskop, aber ich hoffe, nicht weniger unterhaltsam als sonst. Uns hat es Spaß gemacht. Uns hat es viel Spaß gemacht. Wir gehen jetzt in unseren Feierabend. Vielen Dank, dass ihr uns Gesellschaft geleistet habt, auch wenn es etwas früher war als sonst. In der nächsten Woche sind wieder viele Lives geplant. Ihr werdet Spaß haben. Und ich bin sowohl für Tarot e.V. live als auch wir beide für uns. Und liebe Monika, gerne bist du wieder Stargast bei uns jederzeit. Freut mich sehr. Nächste Mal gerne. Macht Spaß. Vielen Dank. Und Susanne hat noch ergänzt, dass das Wort Küste mit neuen Horizonten in Verbindung gebracht werden kann. Das macht auch sehr viel Sinn, wenn ich mich erinnere, die 19, 20, die heute auch da waren, sind ja dann wirklich im All. Also ein wirklich sehr spannendes Deck, das es sich lohnt, noch tiefer zu erforschen. Euch ein wunderschönes Restwochenende. Startet gut in eurem Montag. Und wir sehen uns ganz bald wieder auf diesem Kanal. Nein, wir haben den Zwilling nicht vergessen, liebe Eva. Der war doch... Ja. Da hatten wir doch eine coole Karte. Beim Zwilling war das. Da hatten wir die dritte Karte. Ja, die dritte Karte. Ich habe es vergessen, Eva, welche Karte es war, aber wir haben den Zwilling nicht ausgelassen. Nein, der war da. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, sogar eine große, oder? Ja, mir ist auch so.
Falls wir uns geirrt haben, ich werde es nachher sehen, wenn ich die Shownotes bearbeite, dann Asche auf unser Haupt und dann gibt es halt morgen eine Sonderausgabe für die Zwillinge. Da müsst ihr alle nochmal einschalten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Zwillinge besprochen haben. Ne? Gut, ihr Lieben, habt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns ganz bald und macht's gut. Tschüss. Rui hat noch seinen Satz zu sagen. Ja, du darfst gerne Tschüss sagen. Alles gut. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Kirsten, dass du uns so über diese technische Kippe geführt hast. Und mein Wunsch an euch da draußen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und in diesem Sinne, never give up. Indeed. Hallo allerseits da draußen. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da. Wir haben die Zwillinge vergessen. Ja, war halt die Zwillinge. Ne? Sehr lustig, weil wir haben so lange über die Zwillinge geredet, ja, dass wir offensichtlich das dann vergessen haben. Zu schnell, haben. Wir waren die zu schnell. Die Zwillinge haben halt schon genug Raum gehabt. Ach, auf unser Haupt. Liebe Monika, zieh jetzt bitte noch eine Karte für die Zwillinge. Ich hoffe, Eva ist noch da und ansonsten haben wir, also wir haben ja nur Schwerter und Kelche. Die vier der Vögel. Auch eine sehr schöne Karte. Ja, mit diesen vier Schwertern, liebe Zwillingsgeborene, habt ihr es in der Hand, euch intellektuell zu manifestieren und das rauszuhauen, was euch wichtig ist. Wenn ihr habt mit den Vieren die Herrscherzahl, ihr habt die Möglichkeit, hier zu manifestieren in der Erde, im Hier und Jetzt. Denn die Vier ist ja auch Herrscherenergie. Und darum wäre eure Aufgabe für die nächste Woche, da zu sein, präsent zu sein, Resonanz zu zeigen und auch zu sagen, dahin geht die Reise. Das wäre eigentlich so ein bisschen Aufgabe für euch für die nächsten Tage. Ja, und es bedeutet für uns, dass wir auch nochmal die Quintessenz verändern müssen. Ja. Wir hatten die 97. Mit der 4 drauf kommen wir auf die 101. 101. Und da haben wir die 1, die 0 und die 1. Und das führt uns zur Fuhrenpriesterin. Also ihr lernt, ihr dürft hier nicht einfach ausschalten, wenn der Nachspann kommt. Ne? Es kann jederzeit passieren, dass wir wieder live gehen. Und das Praktische hier an diesem Deck ist, dass die großen Arkane umrahmt sind. Darum finden wir schnell heraus, was die Quintessenz ist. Und wir haben hier für die Hohe Priesterin den wunderschönen Schwan. Ja. Und dieser Schwan ist ja auch das Totemtier, was uns dahingehend führt, über Gewässer, über unseren Seelensee. Und darum darf man ruhig in diesen Schwan einsteigen. Und nein, es ist nicht der sterbende Schwan, sondern es ist der überlebende Schwan. Und dieses Tier bringt uns durch die Woche, durch unsere Emotion, durch das Wohlwollen von den ersten bis hin zu den klar strukturierten im zweiten Teil unserer Tierkreiszeichen. Und darum bitten wir euch inständig,
lasst es zu, gebt euren Emotionen freien Lauf und genießt die Zeit. Ganz genau. Der Schwan mildert den Sturm von vorhin. Ja. Also von aber er passt auch zur Küste. Ja, ja. Also das Wässrige ist ein ganz wichtiges Thema. Der Schwan ist auch in der Alchemie eine wichtige Figur. Die wichtige. Ja, die Weißung findet statt. Wir sind also voll in einem transformativen Prozess. Und das wird noch eine richtig spannende Zeit für uns alle. Darum dranbleiben und genießen. Und jetzt sind wir wirklich off. Und danke, falls ihr noch einen Moment dran geblieben seid. Ja. Bis noch ganz bald. Noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.